Heute spielen wir mal wieder Ultimate Team. Und ich werde dermaßen wieder verkacken. So, komm. Serie A läuft. Okay. Okay, läuft. Alles in Ordnung. Ist jetzt nur die Frage. Ja doch. Ist alles in Ordnung. Top. So. Ich habe mir mal wieder ein neues Team gemacht. Das ist eher auf Schnelligkeit ausgelegt. Also. Außer Fellaini, ne? So. Ja, Ultimate Team ist wieder an der Reihe. Oder am Start. Remy haben wir auch unter anderem. Der darf ja in so einem Team nicht fehlen. Und jetzt bekommen wir einen Freistoß. Okay. So. Oh, Buffon. Ja, das war nicht gut, das war nicht gut. Das war schon wieder gut. Der passt auch wieder nicht. Ah. Balotelli. Aufgepasst. Sehr gut. Ja, das war nicht gut. Das war schon wieder Bullshit. So. So, aufgepasst. Gleich kommt die schöne Flanke. Ah, die kommt nicht an. Es gibt einen Eckball. Okay, Eckball Nummer 1. Das war nicht gut. So. Das war auch nicht schlau gemacht. So, aufgepasst. Bia Biani haben wir auch. Aber hauptsächlich ist es ein Serie A-Team und... Oh, man konnte mich nicht durchsetzen mit Sogbia. Naja. Ah, Vidal. Okay. Oh, ich hab schon gedacht gehabt, der macht gar nichts mehr, ey. Ne, das. Da kann man schon den Sprint abbrechen, weil das lohnt sich dann nicht mehr dahin zu rennen. Kostet nur Energie. Wenn man schon sieht oder ahnt, dass der andere dahin kommt, braucht man auch nicht mehr groß was machen. Flanke jetzt eventuell nochmal, aber kommt nicht an. Aber Remi, und da ist das 1 zu 0. Ja, ich hab mich einfach nicht durchgepaced. Ich mach die Dinger jetzt so. Mir gefällt das hier mal einfach. Remi macht das 1 zu 0. Und ich lasse die Wiederholung nicht laufen, weil das einfach scheiße ist. Ich hasse die Wiederholung. Und ich lasse die eigentlich grundsätzlich nie weiterlaufen, außer jetzt eben beim Season Part. Ja, kann man mal machen, ne? Und keine Ahnung, von wo jetzt die Ruckler kommen. Aber wir müssen aufpassen, Balotelli ist ja da drüben immer noch in Gange. So. Jetzt, ne. Oder? Fellaini, ah, Mist. Jetzt rüber, sehr gut. Remi immer noch. Na. Ja, da war nicht genug Power hinter. Schade. Aber ich weiß nicht, was der Gegner jetzt hier gerade macht. Ist er verunsichert oder was ist mit dem los? Keine Ahnung. Na. Freistoß, okay. Also ich drück A und der macht nichts. Das ist doch wieder. Und er rennt nicht zum Ball. Super.
Okay, Rossi, Balotelli. Oh, Balotelli. Ist er dieses Jahr wieder OP? Ich weiß es nicht. Muss erstmal hinterherkommen. Oh, Balotelli. Achtung, das kann gefährlich werden. Aber so nicht. Naja, den Konter konnten wir jetzt nicht ideal starten, so wie ich ihn wollte. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben erstmal ein Tor, das ist wichtig. Der Rest kommt noch. Das war, was war denn das jetzt? El-Sharawi gelb, okay. Ja, na gut. Wenn er meint, das muss man pfeifen, dann ist das halt so. Muss man nicht unbedingt pfeifen. So. Naja. Ich wollte flanken. Fabio, ach, hör auf. Der Linksverteidiger, auch mal mit einem Schuss. Ja, läuft, ne? So. Was macht denn der? Ja, genau. Oh, das war nicht gut. So. Aufgepasst. Eckball. Ach du Scheiße. Jetzt gleich kommt ein Kopfballtor von Balotelli. Ganz unverdient. Oder auch nicht. So. Alter. Wie der da am Festseilen. Das ist so wirklich unglaublich. Diese Unsportlichkeit, ey. Hör auf. Jetzt oben. Kriegt er noch sehr gut. Zizoko. Oh, warum hat er nicht geflankt? Ich habe auf Flanken gedrückt. Den haben wir sehr gut. So. Na, das war nicht gut. Gleich kommt, ja, gleich kommt der Querpass. Ich sehe es kommen. Ja. So. Der muss durch sein. Jetzt kommt die Flanke. Und Halbzeit. Okay, wir führen 1:0. Ja, ich weiß, es ist, es ist wirklich wieder langweilig, weil ich mich hier einfach konzentriere. Ich will einfach nicht wieder verlieren. Also, ist unnötig zu verlieren. Gerade wenn man also im Saisonmodus in der 5. Liga ist und da verliere ich irgendwie jedes Spiel und alles immer unverdient. Ja, und was sage ich? Jetzt quatsch ich schon wieder so einen Scheiß, ey, und dann macht der das Tor mit dem ersten Schuss. Erster Schuss, erstes Tor. Ja, super. Und er lässt natürlich die Wiederholung laufen. Ich gucke aus dem Fenster, weil ich es nicht sehen möchte. Jetzt kann ich weiterspielen. Alter, das ist doch so ein Scheiß. Der kommt einmal vor mein Tor. Ein einziges Mal. Und macht ein Tor, ey. Das ist so ein Scheiß, ey. Geht doch, Remi. 2:1. Das ist wirklich verdient, ey. Na komm, ich lass auch mal die Wiederholung laufen, oder? Oder was sagt ihr? Na komm, ich bin ja nicht so einer. Ich bin ja nicht so einer. Nachher beendet er noch das Spiel, also. Das will ich auch nicht. Aber Remi hat wirklich einen guten Schuss, muss man klar sagen. Ich habe ja noch Finisher drauf gemacht. Weil Tempo hat er ja reichlich. Dann braucht er nur noch halt den Finisher und dann passt das schon. Alter, dieser Balotelli, ne?
So, jetzt rüber, sehr gut. Zu weit, schade. Aber Buffon ist dieses Jahr nicht mehr so gut. Oh, was ist denn jetzt hier? Nein, ich möchte kein Software-Update machen von Apple, also jetzt gerade nicht. Eieiei. Jo, der Futterautomat geht auch noch an. Alter, ist hier was los, ey. Zizoko, ne. Das wird nichts mehr. Oh, was macht der da? Eieiei. Gleich, 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 jo. Perfekt gegrätsche. Jo, jetzt verlängert er nochmal. Mit mehr Pace. Jetzt kommt die Flanke, aber. Kein Problem für unsere Abwehr. Alter, Balotelli, ey. Der ist wirklich überall. Kranker Typ. Nein, ich renne ins Leere. Boah, ich laufe ins Leere. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ey, der wäre beinahe noch reingegangen. Und ich war immer hängen. La 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 la. So. So. Oh, komm schon, ey. Mach doch mal einen besseren Pass, ey. Und der kommt mit so einem Scheiß da durch. Der wäre beinahe noch reingegangen. Alter. Falter. Ja, ich will mich nicht so gerne jetzt hier durchpacen. Das macht keinen guten Eindruck. Aber ich bin noch nicht mal in der Lage dazu, das zu machen. Ja. Bringt da mal einen Spieler weg und dann Ohr ab. Oh Mann. Gleich kommt wieder der Pass zu Balotelli oder er rennt durch. So, aufgepasst, aufgepasst, aufgepasst. Sehr gut. Das war wieder scheiße gemacht. Oh, lauf doch. Alter, ey. Da kann sich Remy einmal nicht mit seinen 93 Pace durchsetzen, ey. Das ist doch wirklich unglaublich. Naja, ist doch nicht schlimm. So. Ja, komm. Ja, nach Balotelli, der macht jetzt das Tor. Ja, er muss noch zwecken. Sehr schön. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. So eine Assi-Tore, ey. Alter, guck dir diese Scheiße an. Alter, ne, du. Und ich habe immer noch mehr Schüsse, ey. Das ist doch so ein Abfuck-Game, ey. Weißt du, und jetzt leckt es auch noch. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Ich hasse das Game. Oh ja, der Buffon hält jetzt natürlich, ne? Aber von Remy kann er den Schuss nicht halten, oder was? Also, das ist wirklich unglaublich. Oh Mann, jetzt rennt er noch ins Leere, ey. Da kriegst du wirklich eins zu viel. Bei dem passt alles. Guck dir die Scheiße da an. Er kommt da fast noch durch. Weil der einfach nicht passen will, der Spieler. Ja, haut da mein Spieler um. Natürlich, gleich kommt die Flanke hier. Weißt du, er muss jetzt wetten. Aha, ich liebe das.
Weißt du, das sind immer die richtigen Gegner. Da kannst du richtig durchdrehen. Ja, genau, Mann. Weißt du, ob jeder Spieler schneller ist als wie der, ey? Ohne Witz. Weißt du, der hat 96 Tempo. Ich meine, das muss doch irgendwie noch merkbar sein, dass er schnell ist. Aber doch nicht so ein Scheiß, ey. Alter, ey. Das wird einfach nichts mehr hier. Da kannst du sagen, was du willst, das wird nichts mehr. Ja, geht doch. Wunderbar, Mann. Wunderbar. Geht doch, Sakko, unser Innenverteidiger. Alter, ey. War das ein Scheißspiel? Das ist doch wirklich unglaublich. Und der Sieg ist wirklich verdient, ey. Also nur weil er mehr Ballbesitz hat, weil er so eine Scheiße da macht, weißt du? Weil er einfach nicht spielt. Er muss mit einem Spieler durchrennen. Das ist jedes Mal derselbe Kram da. Naja. Schaut es euch an. Es ist immer noch verdient. Auch wenn er jetzt eben mehr Ballbesitz hatte. Nur weil er dann nie abgespielt hat. Trotzdem habe ich verdient gewonnen. Ich meine, 7 zu 2 Schüsse aufs Tor für mich. Und ich hätte beinahe noch verloren. Das müsst ihr euch mal überlegen. Was das denn schon wieder gewesen wäre. Ey, hör auf. Bald steige ich auch mal endlich wieder auf. Das wäre doch, eieiei, ein Erlebnis für mich. Und guckt es euch an. 60 Siege, ja, sehr schön, wa? Und 60 Niederlagen, wieder ausgeglichen, na super. Naja, dann bewertet doch bitte das Video und dann sehen wir uns im nächsten FIFA-Part wieder. Also bis dann.